Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen bei Fighting Now. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Am Mikro wie immer euer Eduard. Gennady Golovkin lässt jetzt ein Statement ab, das viele Leute schockiert. Er würde eine bestimmte Person im Ring töten. Triple G stand das letzte Mal im Oktober 2019 im Ring. Schon über ein Jahr ist es her, seit wir den Kasachen das letzte Mal in Action gesehen haben. Morgen früh steigt er endlich wieder in den Ring gegen Kamil Zarameta. Zu sehen wird das Ganze live auf The Zone sein. Gennady Golovkin ist in phänomenaler Form, wenn man sich die Bilder vom Weigh-In ansieht. Und im Vorfeld des Kampfes hat sich Boxlegende und Ex-Promoter von Canelo Alvarez, Oscar De La Hoya, gemeldet. Dieser hat nach Mike Tyson und Floyd Mayweather ebenfalls das Verlangen, in den Ring zurückzukehren, und als Wunschgegner hat er Gennady Golovkin genannt. Man muss da natürlich beachten, dass beide eine kleine Vorgeschichte haben. Gennady Golovkin hatte ja seine zwei Kämpfe gegen Canelo Alvarez, wo er der Meinung war, dass er kein gerechtes Urteil bekommen hat. Promoter der beiden Kämpfe zwischen Triple G und Alvarez war ja Oscar De La Hoya. Gennady Golovkin wurde dann im Laufe dieser Fight Week gefragt, was er denn davon hält, dass Oscar De La Hoya ihn herausgefordert hat, und Gennady Golovkin sagte folgendes: "Wenn ich die Chance bekomme, jemand legal im Ring zu töten, werde ich auch diese nutzen." Dieses Statement hat einige Leute in der Boxszene geschockt, gerade weil diese Worte nicht aus dem Mund eines Deontay Wilder oder Mike Tyson kamen, sondern der sonst so anständige und selbstkontrollierte Gennady Golovkin. Ich kann mich noch erinnern, wo Wilder mit so einem ähnlichen Statement um die Ecke kam. Da wurde dieses Thema in den Medien sehr breit getreten und auch sehr negativ beleuchtet. Also Triple G würde, wenn er dürfte, Oscar De La Hoya liebend gern im Ring töten. Ein Tag später kämpft ja Canelo Alvarez gegen Callum Smith, ebenfalls auf The Zone. Wer weiß, vielleicht wird da jetzt ein dritter Kampf der beiden vorbereitet. Gennady Golovkin gegen Oscar De La Hoya wäre jetzt kein Kampf, den ich unbedingt sehen möchte. Auch wenn Golovkin sich da vielleicht auch durchaus freuen würde, dem Mann, den er dafür teilweise verantwortlich macht, dass die beiden engen Kämpfe zwischen ihm und Alvarez nicht zu seinen Gunsten ausgegangen sind, dann da eine Tracht Prügel zu verpassen. Was ist eure Meinung zu seinem Statement, dass er De La Hoya im Ring töten würde? Hat er da eine Grenze überschritten oder ist das noch regulärer Trash-Talk? Würdet ihr auch noch einen dritten Teil von Golovkin und Alvarez sehen wollen? Schreibt mir wie immer eure Meinung in die Kommentare, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, und abonniert den Kanal Fighting Now für noch mehr Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal.